Liegt es, weil wir hier nicht fliegen können? Hier ist so ein Verbotsschild. Überall verboten. Vielleicht liegt das wirklich daran. Müsste jetzt auf die 4 sein. Das heißt, sobald ich die 4 drücke und in einem Bereich bin, wo ich fliegen darf. Wenn du Mose Tentacula und den und die Aaron müssen wir jetzt, nachdem wir sie angepflanzt haben, auch nochmal auf geht's nach Hogsmeade. Nein, auf geht's nach Hogwarts. Hier. Hä? Okay. So hilft's. Vielleicht funktioniert so nicht 5. Nein. Ah, Tab 5. Wahrscheinlich auch mit Tab 3 gegangen. Auf zum Gewächshaus. Vielleicht kann ich auch im Gewächshaus was anpflanzen. Ich muss da nicht im Raum der Wünsche landen. Ich kann hier einen Chrom landen. Kannst du nicht absteigen? Das ist mysteriös. Weil wir die Tür von der anderen Seite betreten müssen. Ist das ein Eingang zum Gryffindor Gemeinschaftsraum? Kennt ihr aus irgendeinem Grund? Ah, doch. Lass mich raten, ich kann die auch nicht abgreifen. Ein Zugriff mit Besen oder Reittier. Aha, spannend. Aber ich kann ja landen. Ich kann auch den Alomora. Ich hoffe, ich kann den Besen wieder besteigen, sonst wird's blöd.
merkwürdig, dass hier nur so landen können. Vielleicht können wir dann später landen, wenn wir den Raum erkundet haben. Zumindest den Astronomieturm sollten wir noch irgendwann erkunden können. Hier kann ich landen. Ich würde mir mal den Raum der Wünsche markieren. Hat man schönere und schönere Landschaften sehen. So ist hier, hier ist mein Gartenset. Eine Aerone würde ich gerne mal pflanzen. 10 Minuten dauert das jetzt. Okay. Dann gehen wir hier nochmal ein bisschen umgestalten. Können wir noch Sachen hinlegen? Die können wir auf jeden Fall verändern. Oha. Und den Boden verändern. Botanischer Boden, elektrischer Boden, gutscher Boden. Zwar hier nicht sitzen, aber trotzdem ist Deko. So, die Farbe würde ich gerne ändern. Okay.
Den lassen wir mal blau. Merkt vielleicht, was ich vorhabe. Wird das schreibt in die Kommentare des Videos, wenn ich das so wieder veröffentliche. Zu spät. Tisch mit Häuserstühlen. Na, wie sieht's aus? 5 Minuten noch. Stelle ich noch was anderes um. Ich hoffe, ich habe Kopfhörer mit dabei. Ohrenschützer. Ich weiß nicht, was ich hier hinbauen werde, aber es könnte so ein mit hier eher so die praktischen Sachen hinbauen. Oh, da können wir mal die können wir mal einen neuen Trank davon bewohnen, den wir auf dem Weg verbraucht haben. Das kannst du selbst. Da habe ich keine Eier mehr für. Im Spiel. Der wird nützlicher sein, wenn ich etwas zu identifizieren habe. Hey, ja, den Boden würde ich hier verändern. Das passt hier besser. Und die Farbe. Das natürlich dann auch. Nein. Gutschen Lampen für gutschen Fenstern. Nein. Ja.
Butan Schaumstick, ne? Das finde ich ja fast am besten. Gewächshaus-Feeling. Ich nehme das. Können wir die Decke noch verzaubern? Wenn es hier nicht hinpasst, mache ich hier mal so diesen. Das sieht doch richtig. Das sieht doch großartig aus. Machen wir das hier zu so einem. Am besten müsste hier in der Mitte noch ein Denkarium stehen. Machen wir noch so ein. So einen noblen Raum. Eine große offene Decke. Damit das passt. Den doch hat auch was Bibliothekartiges. Ich gehe mal kurz, weil ich muss bestimmt noch eine zweite Aerone pflanzen. Für den Fall, dass ich verkacke. Großartig. Hier mal alles. Wissenschaftlich oder botanisch? Wissenschaftlich ist, glaube ich, das Beste. Wegen der Decke oben, die offene Decke. Bin ich schon am beeindruckendsten.
Okay, das ist schon. Die Seite würde ich eher botanisch machen. Da ist eine Truppe Zaubertrank-Ecke. Zaubertrank-Ecke muss botanisch sein. Hier die Pflanzen und so, hier, das passt genau. Diese Ecke wissenschaftlich machen. Sie geht gotisch. Machen wir in der Haupthalle alles. Eine gotische Ecke und hier. Ich müsste hier eher die gotische Ecke sein. Und die elektrische Ecke. Balkon. Botanisch. Den Balkon können wir irgendwie nicht hoch. Ja, schön eingerichtet die Haupttranne. Muss eigentlich noch mit dem Muster folgen. Muss das so. Da finde ich ja fast den wissenschaftlichen am besten. Einen Diptam-Trank brauen. Ich habe gleich schon ganze 20 Minuten hier drin verbracht. Das richtig sehe. 10 Minuten und 10 Minuten warten.
Hätte den kann man aber brauchen. Nächstes brauchen die Tränke nicht so lange. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich dieses Wissenschaftliche. Die wissenschaftliche Wand sieht am leersten aus. Vielleicht, weil ich auch noch keine Gemälde dran gepackt habe. Aha, Wandschirme. Kräuterkunde-Trophäe. Na, wie muss sie hin? Muss ich eine grüne Trophäe? So, was können wir noch erschaffen? Hübsche Trennwände. Der Maushälfte schrumpft immer noch. Hier sollte meine Trennwand hin. Oh nein. Jetzt komme ich da nicht mehr ran. Nur einer. Der hat doch die Funktion. Nicht mich davon abzuhalten hinzukommen, sondern mit der Erde ein bisschen rumspritzt. Dass man hier so ein bisschen, wenn der Zaubertrag mal ein bisschen schief geht in die Richtung. Und das ist gleich die nächste dran. Ich habe nur eine Venemose Tentakula, das muss gut klappen. Nämlich müssen wir uns einen neu kaufen, das ist gut. Astronomieturm, vielleicht können wir da auch gerade mal nach oben. Irgendwann storytechnisch dorthin. Okay, das brauchen wir jetzt außerhalb der Kammer nicht mehr.
können wir doch jetzt anstelle dessen der Paro wieder einsetzen. Astronomieturm. Hier geht's nach oben. Das ist scheinbar Tag. Kann man am Tag überhaupt auf den Astronomieturm? Hier haben wir was freigeschaltet. Ich sage ja immer. Das will ich nicht lesen. Das musste jetzt sein. Oh, Peeves. Ich kann nur die Sterne beobachten. Ich habe einen Astronomieturm. Nicht Geld. Incendio. Von hier aus muss Terry zugucken, wie der Mörder im sechsten Tempel gebracht wurde. Es ist hoffentlich kein Spoiler mehr. Revelio. Astronomie-Teleskop. Dieses Teleskop ist das hochwertigste Instrument zur Sternbeobachtung seiner Art und eignet sich perfekt für die Betrachtung des Mondes, der Sterne und aller anderen Dinge am Nachthimmel. Okay, Fliegen verboten. Und können wir also immer noch nicht fliegen. Aber wir können jetzt schnell reisen gehen. Was Peeves. Wisst ihr was? Setz den Hut mal auf. Auch wenn das etwas extra war, vagant ist. Ich habe den noch nicht verkauft, also nicht mir ein bisschen was angeben. Passt zu den Haaren.